bitte euch heute um euer Vertrauen zum stellvertretenden Landesvorsitzenden. Das dritte Mal heute. Ich denke, die letzten zwei Jahre habe ich viel von euch getroffen vor Ort, bei Ehrungen, bei Veranstaltungen, aber natürlich vor allem in Sachen Verkehr, Infrastruktur. Ich glaube, beim Bundesverkehrswegeplan, da könnte man einiges aufzählen, in allen Regierungsbezirken ist am Ende einiges gelungen, bei den Autobahnen A3 bis A6. Aber auch so manche Ortsumgehung hat überraschend profitiert in unterschiedlichen Regierungsbezirken. Da können wir schon stolz drauf sein. Auch die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken und ich sage den Oberpfälzern, vor allem den Regensburg-Hof, wir sind dran, der Lärmschutz muss allumfassend kommen für diese wichtige Schienenelektrifizierung. Wir waren ja mehrfach auch schon vor Ort und mit der Bürgerinitiative da am Reden. Jetzt muss bis 2030 von den Ländern umgesetzt werden. Wir reparieren Deutschland und, liebe Genossinnen und Genossen, ich sage hier eindeutig, dafür brauchen wir und darf es keine Privatisierung von Autobahnen geben. Um das auch einmal ganz klar hier auszudrücken. Wir werden uns ja damit auch noch befassen hier am Parteitag. Eine Privatisierung von Bundesfernstraßen muss grundgesetzlich ausgeschlossen sein, in welcher Rechtsform auch immer. Es darf sowas nicht geben bei uns und es muss als Signal von hier auch kommen. Ohne Schlupflöcher. Und ich sage auch ganz deutlich, was ÖPPs und PPPs angeht, sie sind immer teurer. Das wissen wir mittlerweile und deswegen setzen wir auf öffentliche Finanzierung bei der Zinslage zurzeit sowieso. Wir erleben es gerade bei der A3. Das wird nicht mehr entschieden in dieser Legislatur, aber dann in der nächsten. Und da müssen wir schauen, wie es ausschaut von Bibelried nach Erlangen, dass wir den Ausbau brauchen. Das steht hinlänglich fest. Ich will auch einen Satz sagen zum Lang-LKW, liebe Genossinnen und Genossen. Die Einführung der sogenannten Gigaliner von 25,5 Meter in den Regelbetrieb in unserem Land halte ich für die falsche Weichenstellung in Deutschland. Es ist und bleibt, und das werden wir auch deutlich machen in den nächsten Monaten, eine einsame Entscheidung eines glücklosen Ministers. Und ich sage auch hier noch einmal, Güter gehören auf die Schiene. Das dürfte keine Worthülse bleiben. Wir brauchen eine Verkehrswende in Deutschland, schon alleine wegen dem Klimaschutz, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen fordere ich heute schon auf, noch in dieser Legislatur damit zu beginnen, als ersten Schritt. Wir brauchen eine Halbierung der Schienenmaut für den Güterverkehr auf der Schiene, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir werden im Wahlprogramm sehr deutlich werden. Der Klimaschutz gelingt nur, wenn wir eine Verkehrswende, eine Umkehrung bei der Mobilität hinbekommen. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich will einen Satz sagen, wir treten ein für Barrierefreiheit. Es ist die beste Kampagne, die wir losgetreten haben, die bis heute hält. Mit Selbstaktiv und vielen Ortsvereinen waren wir unterwegs und es sind viele unterwegs, die darauf aufmerksam machen, dass noch über 600 Bahnhöfe in Bayern nicht barrierefrei sind. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir lassen das Herrn Seehofer nicht durchgehen, dass er vor der Landtagswahl sich hinstellt, Barrierefreiheit für Bayern verkündet und sich jetzt einen schlanken Fuß macht. So nicht, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Und lass mich noch ein anderes Thema ansprechen. Natascha Konin hat es in ihrer Rede gehabt. Ich glaube, ich, aber auch wir stehen weiterhin für eine klare Haltung bei der Integration von Flüchtlingen. Es ist ein Skandal, dass die bayerische Staatsregierung die von uns verabschiedete Regelung 3+2, viele wissen, was das heißt, 3 Jahre lernen, 2 Jahre arbeiten, nicht auffällig, Bleibeperspektive, hier in Bayern keine Anwendung findet.
Es ist ein Skandal, lieber Markus, ich bin froh, dass ihr das im Landtag auch so skandalisiert habt. Und wir brauchen Fachkräfte. Da sind wir uns einig mit den Handelskammern, mit der Industrie- und Handelskammer. Und wir brauchen auch Regelungen. Und wir haben ein Einwanderungsgesetz vorgelegt, liebe Genossinnen und Genossen. Und das gilt es umzusetzen, auch im Wahlprogramm mit Martin Schulz an der Spitze als Bundeskanzler in der nächsten Legislatur. Und ich will von hier auch noch einmal Danke sagen. Wir sind alle viel unterwegs, die Bundes- und Landtagsabgeordneten, bei vielen Ehrenamtlichen, die mithelfen, dass diese Integration bei uns im Land und in Bayern gelingt. Und wir sagen den Ehrenamtlichen auch von diesem Parteitag, wir sind an eurer Seite auch weiterhin, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will zum Schluss noch eins sagen, weil mir das sehr wichtig ist. Wir haben über 1.800 neue Mitglieder. Und da sind wir alle gefragt. Und viele machen was. Die wollen angesprochen werden, die wollen mitmachen. Wir sind Mitmachpartei. Die müssen sich auch wohlfühlen bei uns. Und wir können alle gut brauchen. Und die Verjüngung tut besonders gut. Aber wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen. Auch das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Carmen König war ja sehr deutlich. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 200 Jahren nicht mehr da. Liebe Carmen, nein, wir steuern dagegen, vor allen Dingen federführend für die Bundes-SPD hier in Bayern. Wir sind mit einer Arbeitsgruppe dran, die die Mitgliedsorganisation auf den Prüfstand gestellt hat. Wir haben analysiert und wir haben die ersten Schritte eingeleitet. Es geht um Werbung, um Bindung, es geht aber auch um Strukturen. Eine ehrenamtliche Mitgliedsbeauftragte haben wir. Wir müssen hauptamtlich mit unserem hauptamtlichen Körper darüber reden, sind im Gespräch, auch mit dem Betriebsrat. Wir brauchen beispielsweise die Einführung eines professionellen Rückholmanagements. Es muss ein weiterer Schritt sein und wir sind im Gespräch, auch mit dem Willy Brandt-Haus, auch hauptamtlich da was zu tun, dass wir hier langfristig vorbereitet sind. Weil der Schatzmeister und Carmen König, wenn man die Sterbetafel, wir haben heute viele Tote, ja noch einmal die letzte Ehre erwiesen, wenn man das drüber legt, wenn wir nichts machen, liebe Genossinnen und Genossen, dann verlieren wir in 10 Jahren erhebliche Geschäftsstellen und das darf nicht sein. Deswegen heißen wir alle Neumitglieder willkommen, müssen gegensteuern, wollen das professionell machen. Ich will das auch weiterhin tun. Ich durfte bisher diese Arbeitsgruppe leiten und hoffe, mit eurer Wahl das auch für die nächsten 2 Jahre weiter begleiten zu dürfen, weil dieser Grundsatz, diese Strukturen müssen stimmen, damit wir stark bleiben. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen.